Hi Leute, herzlich willkommen zum Auswertungsvideo von meinem kleinen GIMP-Wettbewerb. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich so viele verschiedene Bilder von euch bekommen habe. Insgesamt waren es, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, 14. Und ja, habe ich mich sehr gefreut drüber. Und da waren auch die unterschiedlichsten Sachen dabei, also Sachen, auf die ich niemals gekommen wäre. Ja. Ich hätte übrigens das Bild so interpretiert, wie ihr es hier jetzt seht. Das Bild im Hintergrund ist übrigens echt. Das habe ich vor ungefähr 2 Jahren gemacht bei einem Urlaub in Ungarn. Und ja, ich zeige jetzt erstmal die 11 Bilder, die es leider nicht auf die ersten 3 Plätze geschafft haben. Und ja, ich sage noch zu jedem Bild ein bisschen was, wie ich das finde und... Ja, ich hoffe, ihr erlaubt mir das, dass ich über eure Bilder urteile. Ich bin jetzt kein Profi im Gimpen, aber ja, meine Meinung äußern, denke ich, darf ich schon. Wir beginnen mit Karen Flower Bridge. Dieses Bild, bei dem dachte ich erst, es wäre total verpixelt, bis sie mir dann erklärt hat, dass das so gehört. Eine sehr interessante Version von meinem Bild, finde ich. Was mir gefällt, dass Sky Flügel hat und der Hintergrund ist auch echt schön. Also gute Arbeit, finde ich. Bei dem Bild weiß ich nicht so richtig, was ich sagen soll. Es ist von Dina. Ich habe es per E-Mail bekommen und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ohne dass ich jetzt Dina hier verletze oder so. Es ist, ja, also ein bisschen mit Handy Hintergrund bearbeiten und Lichtverhältnisse einstellen kann ich auch. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu beleidigend. Dieses Bild ist von Fiona Wolf-Webb. Ich finde den Hintergrund wunderschön, aber Fio, ich bin ganz ehrlich, ich hätte ein bisschen mehr von dir erwartet, weil ich weiß, wie gut du gimpen kannst. Du hast ja schon mal ein Bild für mich gemacht. Und ja, mir ist hier vieles zu ungenau, aber ja, du weißt, ich mag dich und der Hintergrund ist wirklich toll. Das Bild hier ist von Grace Greennose. Was Positives daran ist, dass Sky Flügel hat, was ich ja immer schön finde. Negativ ist, dass es ziemlich verwischt ist an sehr vielen Stellen und dass ich im Hintergrund jetzt nicht weiß, ob das Wasser sein soll oder Wolken. Aber gut, gar kein schlechter Versuch, finde ich. Dieses Bild von Jasmin Lionest finde ich eigentlich wirklich, wirklich gut. Es ist ein schöner Hintergrund, es sind Sterne dabei. Die Flügel sind gut gearbeitet, meiner Meinung nach. Was ich nicht so gut finde, es ist nicht ganz so scharf, sondern eher, ja... Bisschen, ganz kleines bisschen verpixelt und es fehlt mir das gewisse etwas, aber es ist im Allgemeinen ein richtig schönes Bild. Als ich dieses Bild von Lea Flowerwater das erste Mal gesehen habe, war mein erster Gedanke so, wow, Sonne, ganz, ganz viele so kleine Sonnenfünkchen und eigentlich geil, aber dann habe ich die Mähne von Sky gesehen. Ich glaube, die sollte schön werden und lang werden, aber ich finde, hier sieht es so aus, als hätte Sky irgendwie in die Steckdose gefasst und ihre Mähne würde in eine Richtung stehen. An sich aber eine schöne Idee und gar kein schlechtes Bild, wie ich finde. Und übrigens, mein Kleid ist wunderschön. Das Bild hier ist von Lina Skytree. Hier bin ich einfach der Meinung, dass man zu viel sieht, wo gemalt wurde, wo angesetzt wurde. Und was ich aber schön finde, dieser Mond erinnert mich an Children of the Night, ein Musikvideo, was ich mit Sky Sister mal gedreht habe. Aber wie gesagt, mir ist alles noch ein bisschen zu schlicht. Also ich mag ja schlichte Sachen, aber das ist mir fast zu schlicht. Dieses schöne Bild ist von Lola Brave Blanket. Es gefällt mir wirklich gut. Besonders schön finde ich hier, dass Sky Sister zu einem Einhorn gemacht wurde. Hatte ich noch nie, finde ich aber gut. Und was ich hier jetzt nicht so gut finde, es ist ja ziemlich unscharf und es fehlt einfach das gewisse Etwas. Ich kann jetzt nicht sagen, was es ist, aber irgendwas fehlt. Dies hier ist von Sophia Sunvalley. Was ich hier besonders schön finde, ist mein Kleid und vor allem meine Haare. Also das Bild ist leider etwas unscharf, deswegen erkennt man es nicht so gut, aber ich finde meine Haare wirklich schön. Und ja, viel mehr gibt es zu dem Bild auch nicht zu sagen. Es ist relativ unspektakulär, was aber gar nicht so schlimm ist jetzt in dem Fall. Es ist wirklich gut. Dieses wunderschöne Bild von Stella Riverside tanzt total aus der Reihe. Es ist komplett anders als alle Bilder, die ich bekommen habe. Und zwar hat die Stella mich und Sky in eine Winterlandschaft versetzt sozusagen.
Ich kann nicht genau sagen, warum es dieses Bild nicht unter die Top 3 geschafft hat, aber es ist auf jeden Fall wunderschön und das hast du gut gemacht, Stella. Das Bild macht auf den ersten Blick richtig Eindruck und auch auf den zweiten und dritten macht es noch richtig Eindruck. Ich sehe ein wunderschönes Bild von Alessandra Skyfield und zwar hat sie Sky wunderschöne, wirklich gut gelungene Flügel verpasst. Sie hat Sky in ein Universum gezaubert und mich. Das Einzige, was mich an diesem wirklich wunderschönen und gelungenen Bild stört, sind meine Haare. Ich kann nichts dafür, dass ich solche Haare habe, aber man kann auch wirklich draus machen, wie mir manche andere schon bewiesen haben. Es ist wirklich ganz knapp an Platz 3 vorbeigerutscht. Alessandra, das ist ein wirklich tolles Bild und ich bedanke mich dafür. Kommen wir jetzt zu den Platzierungen. Auf Platz 3 ist ein Bild von Sabrina Duskhardt. Und Sabrina, ich glaube, du bist jetzt ziemlich enttäuscht und überrascht, dass ich dein Bild nur auf den dritten Platz gesetzt habe. Ich glaube, auch alle anderen werden mir zustimmen, dass dieses Bild bestimmt sehr, sehr, sehr viel Arbeit war. Und es ist auch wirklich wunderschön, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Es ist total magisch, hat eine tolle, epische Atmosphäre und ja, Hammer geworden. Aber es gab einfach zwei Bilder, die mich mehr überzeugt haben. Auf Platz 2 ist das Bild von Emma Slowrock und ich bin ganz ehrlich, bei dem Bild hat einfach irgendwie alles zusammengepasst. Als die Emma mir das geschickt hat, habe ich gerade Firework von Katy Perry gehört und ja, es hat einfach gepasst wie Faust aufs Auge und Emma zeigt hier sehr schön, dass man nicht immer so viel Aufwand betreiben muss, damit ein Bild schön oder halt was Besonderes wird. Und dieses Bild, was ich hier jetzt ganz langsam einblende, ist auf Platz 1. Gemalt wurde es von Fabiana Diamondstorm und ich war wirklich total geflasht, als ich das Bild gesehen habe. Ich wusste wirklich nicht, was ich zuerst anschauen soll, weil das ist so toll gemacht. Ich hatte eine Gänsehaut, als ich das angeguckt habe. Das war Hammer. Also schön finde ich natürlich wie immer, Sky hat Flügel. Dann ist es ein genialer, absolut richtig geiler Hintergrund. Und was mir auch ziemlich gut gefällt, dass es, glaube ich, den Nordpol darstellen soll. So viel ich jetzt von Fabiana gehört habe. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt nichts Falsches sage. Jedenfalls, das ist mein Lieblingsbild von allen denen, die ich bekommen habe. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und finde es total super, mit welcher Begeisterung ihr da rangegangen seid. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr in die Kommentare schreiben, welches Bild euch am besten gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!